mit denen kriegt auch schon ein paar Pfeile. Quietsch, quietsch. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Behauptest du? Auch die schmerzhaften Erinnerungen gehören dazu. Jeder, der was anderes behauptet, hat es einfach nicht drauf. Obwohl ich zugeben muss, dass auch die schmerzhafte Erinnerung eine Grenze haben müssen. Wo einfach vergessen. Naja. Wie geht's denn überhaupt lang hier? Muss man doch wieder irgendwo was aufschießen. Da. Müssten wir eigentlich so langsam mal da sein. Oder wie lange soll es hier noch gehen? Nein. Oh, es ist schon zu. Oder... doch. Naja, was soll's. Oh ja, schaut langsam ziemlich final aus. Matsch, 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 matsch. Wie wenn man da mit Gummistiefeln durch... die... Wiese läuft, nachdem es ewig geregnet hat. Viel Platz. Wenn man genau hinsieht, kann man da vorne einen Thron erkennen, auf dem offensichtlich jemand sitzt. Und ich meinte auch noch so schön, das Schloss hat eine eklige Einrichtung. Bist du ich hätte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen Stink in den Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Bruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat.
und umgekehrt. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt eine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert die Angst, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgeht. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Ich würde sagen, so langsam haben wir ein Feindbild. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur In Seite. Der Tat, Doktor. Das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist... sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben, gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice, sitz. Der Typ macht mich irgendwie aggressiv. Schaut nicht gut aus, wie ist denn das passiert? Wie immer das passiert ist, falls wir es jemals auskriegen, darüber können wir uns auch nächstes Mal Gedanken machen. Denn ich werde jetzt hier wieder mal eine Pause einlegen und das, was ich bisher aufgenommen habe, erstmal schneiden und hochladen lassen. Also, bis zum nächsten Mal.